bin Anke Büker-Mamie, Pfarrerin der Evangelischen Kirchengemeinde Bottrop. Freundinnen haben mir vom Yoga-Haus Bottrop erzählt und da sind wir heute. Die Schultern nach vorn gebeugt, das Gesicht Richtung Boden geneigt, die Sicht begrenzt. Plötzlich fällt mir auf, dass diese Haltung offenbar zu meiner normalen Haltung geworden ist. Weniger Platz zum Atmen, weniger Licht, weniger Kraft, keine Erwartungen. Am zweiten Advent, wenn die Tage kurz und die dunklen Nächte lang sind, wenn der Kopf nach unten geneigt ist und das Gemüt ohne Erwartungen, hören wir den Aufruf aus dem Lukasevangelium. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Die Schultern bewegen sich nach hinten. Der Kopf hebt sich langsam nach oben. Das Gesicht richtet sich Richtung Horizont. Der Blick wird weit, der Atem wird tief und ruhig. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Das ist die Körpersprache des Advents. Erwartungsvoll richte ich mich auf. Mein Blick geht bis zum Horizont. Und ich merke, wie das Licht auf mein Gesicht scheint. Erlösung naht. Erlösung vielleicht eine große Erwartung. Erlösung erwarten, das ist etwas anderes als einem aufmunternden Kopf hoch zu folgen, das Menschen einem sagen, wenn sie eigentlich keinen Trost haben und selber keinen Rat wissen. Erlösung erwarten heißt der Ahnung trauen, dass die Grenze meines Horizonts nicht das Ende ist. Hier im Yoga-Haus Bottrop gibt es keine hektischen Bewegungen. Langsam, ruhig und intensiv stellen sich die verschiedenen Teile des Körpers aufeinander ein. Lebenskraft entsteht im Zusammenspiel der Kräfte, die sich jeweils frei entfalten können. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Die Schulter nach hinten bewegen, den Kopf langsam nach oben. Das Gesicht richtet sich Richtung Horizont und der Blick wird weit. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Das ist die Körpersprache des Advents.